jeden Fall Organisationstalent, dass ich mein Berufsleben, Privatleben und das Tierheimleben alles unter einen Hut bekomme. Ich kann so schlecht Nein sagen, wenn es um Tiere geht. Also im Sommer 99 war ein Artikel im Wochenblatt, dass das Tierheim ehrenamtliche Helfer sucht. Und da habe ich gedacht, mach ich doch mal. Aus dem Mach ich doch mal sind mehr als 20 Jahre für Simone Jurjew geworden. Mittlerweile ist es wie zu einer Sucht geworden. Also ich kann auch nicht aufhören. Es treibt mich innerlich einfach an, für die Tiere da zu sein. Es ist einfach so eine Herzensangelegenheit. Ich kann nicht anders. Die Frankenthalerin leitet das Tierheim hier. Dafür muss sie ganz schön was einstecken. Doch einschüchtern lässt sie sich nicht. Jahrelang feindeten Unbekannte sie an, terrorisierten sie mit Drohbriefen, Giftködern und schossen sogar mit Waffen. Sicherlich hatte ich Angst. Also als diese Schüsse da fielen, hatte ich erstmal Angst um die Tiere. So im Nachhinein dann auch, als ich realisiert habe, dass das auch in meine Richtung ging, natürlich auch Angst um mich. Mit den Drohbriefen, wir belegen Feuer und so weiter, hatte ich auch Angst um meine Ehrenamtliche oder um unsere Helfer. Nicht, dass denen irgendwie körperlich auch was passiert, aber die Frage stellt sich ja, wenn es uns nicht mehr gäbe aufgrund von solcher Geschichten, wo sollen die dann hin, die Tiere? Und das ist so die Kraft, der Auftrieb gewesen, dann einfach nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Simone Jurjew ist auf dem Dorf groß geworden, in Dirmstein, auf einem großen Anwesen mit vielen Tieren. Ihre Kindheit war geborgen, doch einigem steht sie heute skeptisch gegenüber. Der Klassiker, der Schäferhund, der tagsüber im Zwinger war und nachts das Grundstück bewachen musste. Die Oma hatte Wellensittiche, auch der Klassiker, so wie man es heute nicht macht. Jeder Vogel einzeln in einem Minikäfig. Also heute würden sich mir die Fußnägel hochrollen, war damals halt so. Seit gut 20 Jahren arbeitet die Pfälzerin im Tierschutzverein, ehrenamtlich, neben ihrer Vollzeitstelle als Arzthelferin. In diesen Jahren hat sich ihr Menschenbild gewandelt. Oft stellt sich dann halt auch im Nachhinein heraus, dass der Mensch eben uns wirklich uns bewusst angelogen hat, damit wir dieses Tier aufnehmen oder irgendwie etwas machen, was dem Mensch da quasi in seiner egoistischen Art da zuvorkommt. Und das finde ich sehr, sehr traurig und macht mich mega misstrauisch ganz vielen Menschen gegenüber, was ich vor meiner Tierschutzarbeit nicht hatte. Doch sie ist keine, die nach hinten schaut. Die 45-Jährige schützt sich auf ihre Weise. Ich konzentriere mich einfach nur auf das, was jetzt ganz, ganz wichtig ist für dieses Tier, dass der einfach wieder einen Start ins Leben bekommt und probiere diese ganzen menschlichen Versager da auszublenden, sonst drehe ich nämlich durch dann. Das macht mich dann psychisch fertig. Freizeit kennt die Tierschützerin keine. Entspannung findet Simone Jurjew bei ihren Tieren. Im Sommer gibt es für mich eigentlich nichts Schöneres, wie abends hier zu sitzen, Kaninchen zu beobachten. Das ist, ich habe völlig einen an der Waffel, deswegen. Andere gehen in den Biergarten, ich sitze dann hier bewaffnet mit meiner Kamera, eben auch um die Tiere zu fotografieren für unsere Homepage oder einfach auch ohne und beobachte einfach nur meine Kaninchen. Im Lauf der Zeit sind zwar einige Freunde auf der Strecke geblieben, aber nicht alle. Die sagen, ey, die Simone hat, ne, die dreht ein bisschen unrund und so, aber so ist es, so kennen wir sie, so akzeptieren wir das und gut ist. Um Arbeit und Ehrenamt besser vereinen zu können, ist Simone Jurjew in die Wohnung gegenüber dem Tierheim gezogen. Für ihren größten Traum muss sie nicht lange überlegen. Mein allergrößter Traum ist ein neues Tierheim auf grüner Wiese außerhalb von der Stadt.